Wir wissen noch nicht, welchen Weg synthetische Medien gehen werden. Dafür sind wir auch noch viel zu sehr am Anfang dieser Entwicklung. Und es kommt auch darauf an, wie sehr die Gesellschaft das akzeptieren wird, wie sehr Medienhäuser diese Technologie umarmen werden und zum Guten nutzen werden. Aber es sind eine Reihe von Fragen schon heute damit verbunden, die interessant sind. Zum Beispiel, wie wir als JournalistInnen mit der Möglichkeit von Fälschungen umgehen werden. Welche Werkzeuge werden wir entwickeln, um diese Fälschungen aufzudecken? Wie verändern sich Berufsbilder auch im Journalismus? Nicht nur dort, wo recherchiert wird, sondern auch dort, wo produziert wird, vielleicht mit Hilfe synthetischer Medien. Was bedeutet diese Entwicklung für die Vertrauensbeziehung zwischen Medien und ihrem Publikum? Und wie wirkt es sich aus, zum Beispiel auf Lizenzen, wenn ich zum Beispiel meine ModeratorInnen synthetisiere und dann deren Stimmen und Gesichter eben für künstlich erzeugte Inhalte nutze? Das sind alles interessante Fragen, die auch einen Hinweis darauf geben, welche Komplexität sich auch hinter diesem Thema verbirgt.